Eine weit verbreitete Annahme unter Hundehalterinnen und Hundehaltern ist, dass Junghunde generell Welpenschutz genießen. Dass erwachsene Hunde also instinktiv erkennen, dass es sich bei einem Artgenossen um einen harmlosen Junghund handelt und diesen besonders nachsichtig behandeln. Dies ist jedoch ein Irrtum. Mit dem Begriff Welpenschutz beschreibt die Wissenschaft bei Wölfen die Toleranz der eigenen Familie zu einem Welpen in den ersten 6 bis 7 Lebenswochen. Jungtiere werden nicht angegriffen, um die Existenz des Rudels nicht zu gefährden. Nach der etwa 7-jährigen Schonzeit werden die Jungtiere auf den Ernst des Lebens vorbereitet, der Nachwuchs genießt nun nicht mehr alle Freiheiten. Dieser Schutz existiert jedoch nur innerhalb des eigenen Rudels, bei fremden Artgenossen gibt es ihn nicht. Das lässt sich auch bei Hunden beobachten. Somit kommt es nicht selten vor, dass ausgewachsene Hunde nicht sonderlich nachsichtig auf fremde Welpen reagieren, die sich freudig aufdrängen und ihnen mit den spitzen Milchzähnen spielerisch ins Fell zwicken. Stattdessen reagieren manche, insbesondere ältere und gebrechliche Hunde, mit wenig Begeisterung und manchmal auch aggressiv. Wer mit einem Welpen draußen unterwegs ist, sollte diesen daher immer angeleint lassen und vorher bei Herrchen und Frauchen des anderen Hundes fragen, ob eine Kontaktaufnahme in Ordnung ist, bevor der kleine Wirbelwind losgelassen wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen.